Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Heute gibt es ein Glibby-Slime-Experiment für euch. Ich habe meine große Schüssel hier bereitstehen, ein Päckchen Glibby und ich habe noch Kleber dabei, dann natürlich Kontaktlinsenlösung, Glitzer und Kaisernatron. Und ich bin sehr gespannt, wie sich der Schleim entwickeln wird. Ich habe hier mal wieder den Pürierstab. Der wird nur noch für Schleim benutzt. Ihr seht, hier kleben noch so ein paar Reste dran. Aber ist auch alles glitzerig, deswegen überhaupt kein Problem. Aber ich starte erstmal mit dem Glibby und dem Kleber. Mein Kleber, wieder ganz einfacher weißer Bastelkleber. Erstmal eine schöne Portion unten hineingeben. Und los geht's mit dem Glibby. Habe ich schon mal aufgeschnitten. Schön abgedeckt und mehr Kleber. Sieht sehr, sehr witzig aus. Und mehr Glibby drauf. Und nochmal Kleber. Ich habe jetzt fast das gesamte Glibby zum Verschwinden gebracht und gebe jetzt erstmal Glitzer darüber. Und weiter geht es mit Kaisernatron. Kleber, Kaisernatron und natürlich Kontaktlinsenlösung sind ja die drei Zutaten, die ihr unbedingt braucht für richtig coolen Schleim. Und da kommt jetzt die letzte Zutat auch dabei. So, ich male meine drei für diese drei wichtigen Zutaten. Schleimkunst. Und jetzt warte ich erstmal ein bisschen ab, ob sich da so schon was verändert. Ob das Glibby die Kontaktlinsenlösung einsaugt. So, hier an dieser Stelle und natürlich auch hier sieht man schon, da ist das Glibby schon deutlich größer geworden. Und ich schnappe mir jetzt mal den Pürierstab und fange an zu mixen. Und, es ist richtig witziger Schleim geworden. Er klebt ziemlich, aber er hat eine sehr, sehr coole Konsistenz. Richtig, richtig fluffig und bestimmt super cool für Pranks geeignet. Also ein richtig, richtig ekliger Schleim, aber super, super witzig. Wow. Geht ihr noch mal ein bisschen weiter? Vielleicht hört ihr ja auf zu kleben. Und ihr seht, er hat sich jetzt noch mal verändert. Ich kann jetzt mit dem Schleim selbst die Reste von meinen Fingern absammeln. Und der ist wirklich mega fluffig. Jetzt ein bisschen fester geworden, als ich ihn rausgeholt habe. Aber wirklich eine super coole Struktur. Und super leicht. Also richtig fluffig. Mit ganz vielen Bröckchen drin. Und
und natürlich super hübschem pinken Glitzer. Und das ist also mein Ergebnis. Super witziger grüner Slime, der eben noch fester wird und seine Konsistenz verändert, wenn man ihn länger knetet. So klebt er erstmal noch ein bisschen an den Händen, aber ihr habt gesehen, wenn er gut durchgeknetet wird, ändert sich das Ganze. Und ich hoffe natürlich, es hat euch wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Dafür einfach unten den Abonnieren-Button drücken, die kleine Glocke daneben aktivieren und dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Do It Yourself Inspiration Kids Club. Tschüss!